Liebe John Sinclair-Fans, hier ist wieder Ihren Rolf Hill und ich habe euch den neuen John Sinclair-Roman mitgebracht. Band 2289, Kleiner Teufel Marilyn. Ja, Marilyn Gray spielt die Hauptrolle in diesem Roman. Wir kennen sie bereits aus Band 2182, Herzblut. Damals wurde sie entführt und es hat sich herausgestellt, dass ihre Mutter, Christine Gray, eine Serienkillerin ist. Und zwar gehörte sie oder war sie Liliths Vollstreckerin, beziehungsweise wollte sie werden. Ja, das Ganze ist eskaliert. Marilyns Familie wurde restlos ausgelöscht und in Marilyn fuhr eine Art Engelbewusstsein, Ennoia. Und Ennoia wird in Marilyn heranreifen und zwar zu dem Racheengel Barbelo. Das ist zumindest der Plan von Lilith. Und zu diesem Zweck hat sie Cruciata, die Spinnenfrau, die auf Marilyn Acht geben soll, nach Rom geschickt, um mit ihr zusammen die Aufzeichnungen über die Engel der Unzucht und Hurerei zu vernichten. Das alles geschah in Band 2264, Liliths Liebling. Ja. Der aktuelle Roman Kleiner Teufel Marilyn ist die direkte Fortsetzung dieses Romans. Denn Marilyn erscheint alleine und ausgezehrt vor den Toren der Weißen Macht. Vater Ignatius und seine Kollegen wollen herausfinden, was passiert ist, ob Marilyn vielleicht sogar von Ennoia befreit wurde. Und ja, wie ihr euch vorstellen könnt, das Verhängnis nimmt seinen Lauf. Natürlich werden auch John Sinclair und Davina McCarthy mit involviert. Und da möchte ich die Gelegenheit nutzen, um einfach mal auf diese sensationelle Cover von Nesta Taylor hinzuweisen, auf dem auch John Sinclair zu sehen ist. Ja, und ich, ja, und schreibt uns gerne in die Kommentare unten, wie euch dieses Cover gefällt, wie euch die Darstellung von John Sinclair gefällt. Entspricht er euren Vorstellungen? Und ja, und natürlich dürft ihr euch uns auch gerne mitteilen, wie euch der Roman gefallen hat oder ja, und oder wie euch auch Lilith gefällt oder Marilyn selber. Und ansonsten wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Lesen. Bis dann, tschüss.